Wie passiert sowas? Hallo, meine Freunde, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen neuen Video. Da ich tatsächlich ein YouTuber ohne wiederkehrende Formate, kreativen Input von außerhalb oder auch irgendwelche originellen Ideen bin und da das letzte Video so unglaublich gut bei euch angekommen ist, dachte ich, Moneymaker Review on the Mind. Ich mache davon gerne noch einen zweiten Part, Leute. Diesmal hat der liebe Thomas mir Sachen rausgesucht aus dem Subreddit Not My Fucking Job, Leute. Das quasi ungefähr genauso funktioniert wie das Asshole Designs, nur dass bei Asshole Designs quasi Leute dahinter stecken, die Intention haben, etwas Schlechtes zu machen. Bei Not My Fucking Job sind es einfach Leute gewesen, die gesagt haben, gut, ich mach jetzt einfach mal. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt hier fertig, das ist nicht mein Job. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal gemeinsam an und reagieren drauf. Depp. Beginnen wir mit dem ersten Screenshot Nummer 1, meine Freunde. Und zwar haben wir einmal Rescue Car. Für Dreijährige. Gut, abgesehen davon, dass halt ein Helikopter da drin ist, kann ich da einfach nur zustimmen. Auf jeden Fall extrem großen Respekt an denjenigen, der das Verpackungsdesign gemacht hat. Wahlweise auch denjenigen, der das eingepackt hat. Ja, ich... Wie passiert sowas? Gibt es in Unternehmen nicht irgendeinen Posten, der am Ende dieser Fertigungskette überprüft, ob ein Produkt rausgesendet werden kann? Wird das einfach so rausgeschickt? Keine Ahnung, auf jeden Fall dicken Mad Respekt dafür. Ja. Kann man doch einfach mal machen. Ich meine, warum denn nicht, Leute? Wer kennt's nicht? Stellt euch mal bitte vor. Stellt euch jetzt einfach mal vor, ja? Man hat so einen Ceran-Kochfeld. Man stellt den Topf da drauf, man wundert sich die ganze Zeit. So, irgendwie wird da nicht warm, ne? Und dann guckt man mal genau hin und sieht einfach, entweder hat derjenige das Ceran-Feld komplett falsch eingebaut oder halt den Aufkleber da komplett falsch. Aber es sieht halt einfach so aus, als wäre halt das Ceran-Feld einfach verrutscht oder... Also wirkt halt einfach so, als hätte sich jemand gedacht, ja, gut, eingebaut, passt schon, fertig. Hier auf jeden Fall Lario und Moigi. Warte mal. Sind die Köpfe von denen... Was? Sind deren Köpfe vertauscht? Hä, wie kann denn sowas passieren? Oh mein Gott, vor allen Dingen, wenn es doch von Nintendo ist. Ich meine, sowas ist doch ein lizenziertes Nintendo-Produkt. Das darf doch eigentlich nur Nintendo herstellen. Oder es ist halt irgendein Fake aus China oder weiß ich, woher der kommt. Aber hä? Ich meine, guck dir das mal an. Die Köpfe sind einfach komplett vertauscht. Oder vielleicht sind auch die Körper vertauscht. Vielleicht ist ja einfach Mario Luigi und Luigi Mario. Vielleicht sind es ja Lario und Moigi. Oh mein Gott, Leute, das wird mein komplettes Welt... Nein, das passt schon, das passt schon. Wheelchair Run, Perfection. Ja, auf jeden Fall gut. Also, kann man auf jeden Fall mal machen. Ich meine, da ist halt die Frage, wer hat sich halt gedacht, dass ich da zwei, ja, Stahlpöller hinstelle? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das nicht allzu gut gelaufen, wenn ich ganz ehrlich bin. Da... Das muss doch nachträglich gemacht worden sein. Das ist doch nicht währenddessen passiert. Ich meine, es ist doch keiner hingegangen und hat das Ding gebaut und hat dann gesagt, okay, so, was fehlt jetzt noch? Ah, ich habe jetzt hier noch zwei Stahlrohre, die biegen mal so und so im Winkel zusammen und jetzt stellen wir die da hin. Eine Rollstuhlrampe ist doch dafür da, damit es einfach ist für jemanden im Rollstuhl, diese Rampe hochzukommen. Und zwei Stahlpöller am vorderen Ende und am hinteren Ende des Ganzen, das macht es halt nicht unbedingt einfacher. Glaube ich jetzt an der Stelle einfach. Hier haben wir eine Ampel, die Was in welchen Ländern passiert sowas? In welchen Ländern passiert sowas, Mann? Ich meine, ja, wir Deutschen haben halt gut reden, weil bei uns ist immer alles toll und super Bürokratie, pipapo und alles ist super ordentlich. Keine Ahnung, was ist das da? Sieht aus wie... Okach, ja, es könnte Spanien oder Portugal oder sowas sein. Keine Ahnung, ist ja total egal, wo es passiert ist, auf jeden Fall. Krank intelligent, die Ampel so hinzustellen, dass halt die Leute, die die Ampel eigentlich sehen sollten, nicht sehen, außer halt die Ampel oder die Laterne, die davor steht. Ja, warum nicht? Hier haben wir einen Pelikan... Der einfach... Och Mann, sowas muss doch auffallen, Alter. Selbst wenn es nur ein billiger 2-Euro-Schlüssel an 20 Cent, was rede ich, einfach 2-Cent-Schlüsselanhänger ist, dann kann man doch nicht einfach hingehen und sagen, so, ich habe hier zwei Augen, ja, wo haben Pelikane Augen? Richtig, die sind auf einer Seite des Kopfes anzutreffen. Ganz genau. Das muss doch auffallen. Ich meine, selbst wenn es ein Fehler in der Fertigungsmaschine ist und sonst was, so ein Produkt kann man doch nicht einfach dem Endkunden ausliefern. Das ist wie, wenn ich Merchandise ausliefern würde ohne Ärmel oder sowas. Das ist doch... This door must cap lock all the times. Sie ist gerade offen. Ja, vielleicht nochmal hier zur Übersetzung für euch. Diese Tür muss ständig geschlossen bleiben und also verschlossen bleiben. Locked, sogar abgeschlossen in dem Falle. Sie steht offen mit einem Spalt. Ja, da ist halt auch die Frage, wie viel Sinn macht so ein Schild? Weil wenn die Tür ja immer abgeschlossen ist, dann hat man ja gar keine Möglichkeit, in den Raum reinzukommen. Natürlich jetzt die Frage, wer macht jetzt den Fehler? Entweder derjenige, der dieses Schild überhaupt gedruckt hat oder derjenige, der die Tür offen lässt. Aua, ich krieg wieder diese Kopfschmerzen, wenn ich zu viel nachdenke. Ah, hier, nice. Da gibt's einen riesen Rabatt, Leute. Einfach, die schreiben es einfach drauf. 0 Euro Rabatt. Ich meine,
Leute, wenn ihr in den Laden reinkommt, ja, und angenommen, ihr würdet diesen Stift kaufen wollen und ihr sagt, nee, ich zahle dafür keine 2 Euro, wenn ich sage, und was ist, wenn ich dir jetzt einen 0 Euro Rabatt auf diesen Stift gebe und du zahlst 2 Euro dafür, würdet ihr dann sagen, oh, geil, Alter, geil, ich habe einen Rabatt von 0 Euro bekommen, den nehme ich. Ganz ehrlich, das ist doch nicht ernsthaft, sowas stellt man doch nicht auf, sowas stellt man doch nicht auf, Mann. Ey, das ist halt einfach Faulheit auf einem kompletten neuen Level, Mann. Da ist wirklich jemand gewesen, der hat sich einfach überhaupt nicht um seinen Job gekümmert und hat gesagt, ganz ehrlich, ich gebe jetzt überhaupt gar keinen Fick mehr. Das müssen entweder Leute sein, die A, kurz davor sind, gefeuert zu werden, die B, kurz davor sind, in Rente zu gehen, die C, blind sind oder die D, einfach ihrem Boss einen auswichen wollen. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist das halt das... Selbst wenn ich mit einem Fahrzeug da drüber fahre, dann sehe ich doch, dass da was liegt. Und ich kann doch nicht einfach den Streifen über ein Gebüsch, Gestrüpps, was auch immer, Regenwurm, Kack. Wie? Was? Stellt euch vor, ihr arbeitet bei Coca-Cola, ja? Ihr habt einen Werbeetat von weiß ich wie viel Millionen, Milliarden Euro und sagt, Leute, ich fände es saugeil, wenn wir eine richtig coole Firma hätten, die unsere LKWs extrem tight und nice bekleben würde. Und dann gibt ihr für so einen beklebten LKW, keine Ahnung, was kostet eine Folierung von einem LKW, ich schätze jetzt einfach mal 2.000 bis 3.000 Euro aus, in einem HD-Bild vielleicht 10.000 Euro, sagen wir jetzt einfach mal übertriebenerweise 10.000 Euro aus. Und dann fahrt ihr auf der Autobahn und seht diesen LKW und seht das. Ihr seht das, ihr seht eine Frau, die so guckt, so. Like, how? Wie passiert sowas? Wie passiert sowas? Warum wird sowas nicht abgenommen? UPS Man, we are home. Please knock loudly. Thanks, Mr. und Mrs. Kurier. Das beschreibt einfach meine komplette Erfahrung in Lieferdiensten. Egal welcher Lieferdienst es ist, egal wer es ist, auch hier im UFO bei mir zu Hause, es ist total egal. Diese Menschen gehen nicht hin und klopfen oder klingeln bei dir. Nein, die kleben einfach den Zettel hin und sagen, ja, wir waren ja hier, das reicht ja eigentlich. So, es kommt keiner mal auf die Idee, bei dir zu klingeln und zu sagen, guten Tag, ich habe hier ein Paket für euch. Nein, das Paket wird entweder umgehend zum Lieferanten zurückgeschickt oder einen Kiosk 20.000 Kilometer weit weg von einem Zuhause, irgendwo in der Stadt, außerhalb eingeliefert. Und dann muss man da hinfahren und dann ist es nur irgendein Blödsinn, den man nicht mal bestellt hat. So eine Kacke. Ja, hier haben wir einen Hund, der einfach falsch... Das meine ich. Wie kann sowas in der Stadt rumfahren? Wie? Man sieht das doch, wenn man das aufklebt, dann sieht man doch, dass es falsch rum ist und dann denkt man sich doch, warte mal, vielleicht sollte ich jetzt nochmal hingehen, das umdrehen. Oder man denkt einfach, ganz ehrlich, es ist jetzt Freitag, 14 Uhr, ich habe Mittagspause, da kann ich jetzt auch nichts hören, wenn die den Bus falsch rumgebaut haben. Mein Schild ist richtig rum, der Bus, der ist falsch rumgebaut, ganz klar. Ey, ich verstehe es nicht. Was? Was? Das ist doch nicht deren Ernst. Die haben einfach... Oh Gott, stell dir vor, du hast ein schönes Haus, du hast so einen Balkon, du hast ein Fenster und dann kommt der Kaminmann und sagt einfach so, wir bauen jetzt einen geilen Kamin hier ein, reißt erstmal ein Loch in deine Wand, zerstört deinen Ausblick, deinen Balkon und zimmert so ein hässliches Alu-Ding an deine Fassade. Mad Respect auf jeden Fall dafür. Verstehen tue ich's nicht. Wer kauft sowas? Po 7, the big Mad Siri, how I bang your... The Big Mad Theory, how I bang your mother, das ist doch, also tut mir leid, how I met, nee, das ist on purpose geschehen, das ist kein Typo, das hat jemand mit Absicht gemacht, das ist kein Typo, das muss jemand einfach für den Witz aus Absicht gemacht haben, die große Treffenstheorie, wie ich deine Mutter gefickt habe, extrem gut, kann man auf jeden Fall feiern, Road contains gutter, check, ja, wir haben ja hier, also ganz ehrlich Leute, ich kann jetzt da auch nicht zu, ich habe jetzt hier so einen Kanaldeckel eingebaut, ja gut, dass der jetzt vielleicht um 20 cm höher ist als die Straße, ja, da jetzt, also klar läuft das Wasser nicht ab, aber ich habe das Ding da eingebaut, Chef, ich bin da fein raus, ne, sie haben gesagt, bauen Sie da einen Kanal ein. Ich habe einen Kanal da eingebaut. Mehr mache ich da jetzt auch nicht. Also das Ding kann auch Wasser reinkippen. Ich kann ja nichts dafür, wenn Ihre Straße jetzt 20 cm da, Waterproof Wire Boss. Der hat nicht einfach jemand... Das macht doch wirklich niemand, Alter. Das macht doch keiner. Es geht doch niemand hin und macht einfach die Kabel da hinten hin, ohne die Isolierung und stülpt einfach einen Sonnenschirm da drauf. Das ist doch geisteskrank. Das ist doch einfach dumm. Das ist wirklich, wirklich dumm. Ja, Chef, ich habe die ganzen Kabel jetzt wasserdicht gemacht, ne? Ja, sehr gut, Hermann, sehr gut. Da kriegst du die Beförderung für, hä? Wundert mich dann halt nicht, wenn Leute daran sterben, ne? Ja, und jetzt habe ich am Ende noch von Thomas Folgendes bekommen. Ein kleines GIF, auf das ich reagieren darf. Ich bin mal gespannt, was es dahinter hat. Hier haben wir einen... Oh. Nicht... Nein.
Nein, 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 nein. Da ist der Seifenspender und sobald man was einstecken möchte, sifft die Seife einem dann. Ist das dumm? Ist das dumm? Ich meine, das sind Fehler, die passieren, aber sowas kehrt man doch um, sowas lässt man doch nicht da. Nochmal, wenn ich Besitzer eines Restaurants bin und Kunden habe, gehe ich doch nicht hin und lass das einfach so. Man repariert doch sowas, man geht doch hin und macht was dagegen, verdammt nochmal. Ah, mein Gehirn! Ja, Leute, das war's von dieser wunderschönen Episode von Das ist nicht mein Job. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und bezüglich meines Reddit-Forums bin ich immer noch kein bisschen weiter, weil ich auf Reddit tatsächlich immer nur der gruselige Typ bin, der die Memes anguckt und nie selber postet. Wenn ihr genügend Karma-Punkte habt, um ein Subreddit zu eröffnen, dann meldet euch da mal unten in den Kommentaren und ich dab es aus dem Bild. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao.